Willkommen in der Tonias Backstube. Ja. Heute backe ich einen ganz tollen Apfelkuchen für meine Mom. Weil sie hat heute ein Garfield-Wochenende. Das bedeutet, sie macht nichts anderes als schlafen, schlafen, schlafen. Und essen. Und essen. So. Ich schäle gerade 5 Äpfel. Und für jeder, der das nicht mit dem Messer kann, ein Kartoffelschäler reicht vollkommen. Okay. Das Ganze wird geschält. Der ganze Apfel. Die Leute sind nicht blöd. Lieber Bruder. Ja, liebe Latonia. Und das Ganze wird geschält. Ich könnte das natürlich mit Schale essen, aber ich glaube, ich bezweifle, dass das Klitzchen besser schmecken würde. Und warum meinst du, dass es besser schmecken würde ohne Schale? Weil die ganze Schale in den Zähnen hängen bleibt. Das ist vollkommen logisch. Aber wenn sie gebacken ist, ist sie doch gar nicht mehr so gummiartig. Oder wie auch immer die Apfelschale jetzt gerade sein. Gummiartig ist es ja eigentlich irrelevant, aber... Das Zeug schmeckt dann einfach ein bisschen nach Schale und es bleibt auch in den Zähnen hängen und kommt da nicht gerade besser raus, deswegen. Also nicht gut für Leute mit einer festen Zahnspange. Zum Beispiel. Aha. Und wie müssen die Äpfel geschnitten werden? Würfel? Die müssen erstmal geteilt werden, dann in ein Viertel und dann ganz klein geschnitten werden. Ihr könnt natürlich auch in Scheiben schneiden und oben auf den Kuchen dann drauflegen. Also etwa so. Ja, das wird jetzt noch ganz klein geschnitten. Okay, dann warte ich jetzt mal ab. Jetzt, du musst abwarten. Jo, kann ich da irgendwas helfen? Nein, aber für alle, die das nicht mit dem Messer hinkriegen, ein Kartoffelschäler, wirklich. Der ist echt super. Beim Schälen zumindest. Beim Schälen, ja. Und für kleine Stellen, da gibt es ja immer diese tollen Teile, das dreht man dann, dann gibt es eine faule Stelle, kann man raustun. Also, im Klartext, wenn man etwas faul ist und es ist nur eine kleine Stelle, das Teil hier verwenden. Ich meine, es gibt auch Kartoffelschäler, die haben sowas nicht, die sind aber dann. Ein Messer tut es dann auch, glaube ich. Ja, ein Messer dann. Die meisten alten Herren können das besser mit dem Messer. Ich schaue mir da jedes Mal die Finger an. Ich als Mund habe ja noch mit dem Messer schälen gelernt. Ich nicht mehr. Doch, das habe ich mal mit den Kartoffeln gemacht. Jedes Mal beim Kartoffelschälen habe ich mir dann den Finger geschnitten. Ja, also ich weiß nicht, wie du das hingekriegt hast und ich hatte da nie Probleme. Oh Gott, halt du mal die Kamera. Ich mache das jetzt mal. Nein. Sieht aus wie ein Massaker. Apfelmassaker. Der ist halt so. So, und jetzt hier habe ich einen Topf schon und den schneiden wir jetzt ganz klein, weil die kommen ja in den Teig rein. Es gibt auch Leute, die ziehen es auf den Teig drauf. Sieht dann ganz toll aus. Ich schätze jetzt mal ein bisschen aus. Das wird noch langweilig, weil ich hier nichts mache. Und das heißt, dann kann es ja gar kein Backtutorial werden. Du kannst den Ofen schon mal aufheizen und die Form buttern, die du dann zusammenbaust. Also den Ofen vorheizen auf. Du brauchst nur das Gitter zu nehmen, das Backblech ist eigentlich unnötig. Backofen vorheizen auf. Naja, 180 Grad. Okay. Ober- und unter die Kammer nehmen oder ganz normal. Ich komme gleich wieder. So. Und beim Kuchen kann man noch naschen. Ich schneide jetzt erstmal die ersten 2 Äpfel klein und tue sie in eine Form oder in einen Behälter. Zum Backofen rausziehen, ist die Brille, weil sonst sieht man nicht wirklich. Ja. Ich suche mal eine Form aus. Die ist da an der anderen Seite, neben dem Fuß dann. Halt unter, da runter, da runter, da, nein, da auf der anderen Seite, genau. Da müsste sie wahrscheinlich irgendwo sein. Ah, ich hab's. Du musst da nur noch zusammenbauen. Okay. Ich zeige euch mal schnell die Backform. Das ist so eine, also Bodenteil und sowas. Das ist runde. So, ich habe die Dinger selten zusammengebaut, aber ich krieg das schon hin irgendwie. Hier ist der Kessel, dass du es kaum kochen kannst. Das ist gelogen, die besten Köche sind immer noch immer. Ja, aber ich habe auch eine Ausbildung, wie gesagt, für dir. Wir brauchen auch eine Ausbildung, um Nudeln zu kochen. Ernsthaft? Dann brauchst du diese Ausbildung, nicht tatsächlich Nudeln zu kochen. Vor allem, weil das klein ist. Okay, passt das so? Ist mich jetzt der Äppel? Hast du noch nie eine Kuchenform zusammengebaut oder was? Ja. Oh Gott. Falsch rum? Ja, dann sehe ich das falsch rum. Und das merkt man, wenn Jungs so viel Apfel hier hocken. Ich kann nicht keine Kuchen zu bauen. Ich hieß den Apfel auf dem Waschen. Ernsthaft.
Das ist zeig mal, wie es aussehen soll. So sieht's aus. Und nicht auf der anderen Seite. Klartext. Das runde Teil hier. Moment, das Licht. Muss man nicht. Das runde Teil hier muss nach außen und es muss unten ein glatt abschließender Boden sein. Okay. Und während die Latonia hier weitermacht, gehe ich den ganzen Spaß einfetten. Ich schaue mal, wie lange ist denn das im Video? Die Butter ist da. Okay. Ja, weil ich die auch gleich brauche, um Teig vorzufetten. Ich glaube, ich mache erst die Äpfel, weil die ja längst brauchen. Der Tauch dauert allerhöchstens 5 Minuten. Okay. Ich nehme ganz normale deutsche Butter, ganz normale Handelsbutter. Also nicht, dass du keine extra Bio-Butter nehmen. Um Kuchen anzufetzen geht das. Geht auch Öl, aber das duftet dann bei den meisten Kuchen durch. Und bei Käsekuchen sollte man das gar nicht erwarten. Mit Öl zu schmieren, das ist das ist schmeckt, das zeigt widerlich und das ist total Die kommen gut einfetten, ne? Also. Sehr gut einfetten, aber das, was du machst, ist übertreiben. Ah, nicht weiß, ich genug. Vor allem die Ränder sind wichtig, weil sonst da hängen bleibt. Kann das sein? Ja. Und dann ist das richtig. Ich köpfe gerade den Apfel. Ja, das sieht aber gut aus. Ich komme ja, wenn du es auf dem Brettchen machst. Beliebigen Handelsapfel nehmen, also es muss jetzt nicht gerade der beste vom Biobauern sein. Ja, aber auch bitte nicht gerade die frech gespritzten oder sowas. Ja, das schmeckt dann. Das schmeckt man dann in der fertigen Produkt. Mhm. Den Rand auch, also hier oben den Rand auch? Alles einfetten, bis auf die Außenseite. Also hier oben das auch? Na, wie viel Butter nimmst du eigentlich? Ich fette das Ding ein. So. Ja, das kommt so bitte in die Mülltonne dann. Ja, gleich. Wobei, jetzt kann man eigentlich noch wiederverwenden, eigentlich. Wenn du unbedingt geteilt hast, wenn du einen Kuchen haben willst, gerne. Nee. Ist mein Butterbrot, aber. Ja. Müsste kalt ich noch, oder was? Ja, logisch. Es gibt doch eine Lady, die Stein ist, also von daher. Würde mich bei dir auch nichts mehr wundern. Ah, echt? Bei mir? Ich dachte, bei mir ist das auf jeden Fall. Ich dachte, du bist doch ein Steinbrenner Monster. Ich bin ein Krümel Monster. Jetzt gleich. So. Ach, Scheiße. Das machst du nicht. Ich brauch einen Lappen. Ja, du brauchst einen Lappen. Ey, bitte, wie viel das mal wegräumen, ey? Dann kann ich meckern. Ich hab jetzt nicht auch im Echtes Gas haben. So. Jetzt geht's weiter. Guck mal nach der Zeit. 8 Minuten, okay. Ich nehme die Schnapp. So, jetzt zeige ich euch mal die eingefettete Form. Also die muss wirklich komplett eingefettet sein. Ja, und du übertreibst es maßlos. Gar nicht wahr. Wie jedes Mal, wenn du Kuchen backst. Ich stelle mal die Form auf die Gasgitter. Also in etwa so muss es dann aussehen, wenn es im Backofen geht. Halt eben nur mit Füllung hier drinne. Mindestens ein paar Äpfel sein, weil zu so einer Kenneform braucht man schon ein paar Äpfel. Also wir werden keine zwei Äpfel reichen, außer wenn die Dinger groß und die Dinger reingemacht. Klartext, so Riesenäumel da, so Riesendinger. So. Die gibt's ja auch, die gibt's ja in manchen Läden gibt's ja so Riesenäpfel. Ja, aber nicht jedes Mal. In Rewe hatten wir die mal in, oder? Haben wir die nicht mal im Rewe gefunden? Ja. Oder so Rewe-Hit oder irgendwie sowas war das doch. War irgendwie sowas Rewe-Hit oder irgendwie sowas die Ecke da. Aber ihr könnt auch jeden anderen Früchtekuchen machen. Das ist dann ungefähr die gleiche Wahl. Wir können ja mal so einmal im Monat oder so oder einmal die Woche einen Kuchen trotzdem das Kochtutorial machen. Sie können theoretisch auch Rosinen anfangen. Nee. Das würde auch gut schmecken. Ich will ganz einfach für Rosinenkuchen. Ich schmeck die Rosinen dann immer. Ist aber auch nicht auch für jeden Geschmack ist nicht alles mit Rosinen. Ja, Rosinen sind nicht jeder was Geschmack, hast du recht. Jetzt zeige ich nochmal die komplette Verarbeitung des Apfels. Ja, genau. Ich zeige es in die Biomülltonne. Das wollen die auch genau wissen, wie es in der Biomülltonne aussieht. Ja, von uns kommt sicher, ne? Hier, Biomüll, Apfelmüll. Oh Gott, das ist... Und Biomüll auch wirklich in den Biomüll oder in die Biotonne tun. Und nicht gerade in Hausmüll.
oder Plastik oder Papier, wie es ganz häufig gemacht wird. Ich tut mit der Aspel schon in Plastik. Oh, das Essen habe ich ganz oft gesehen. Ja, oder in NRW. Nee, Rheinland-Pfalz, Entschuldigung. Ja, die haben auch in Rheinland-Pfalz genommen, schon die vor. Ja, Teufelart, noch mehr bei uns erleben. Aber in NRW haben wir auch mal gewohnt, nee. Nee, Rheinland war das. Ach, jetzt ist ja alles übersetzt, das ist über uns. Halleluja. Wie viele Leute wohnen in Rheinland-Pfalz? Wie viele Let's Player? Alle schön kneischütteln. Es muss nicht gerade die kleinste Größe sein. Es sollte nicht ganz extrem sein. Also, einfach so. Ja, es müsste halt wirklich klein geschnitten werden, wenn Sie es in den Teig tun wollen. Oder wenn Sie es aus dem Teig draußen wollen, dann sollten Sie es in Scheiben schneiden. Also, es sollte ungefähr die gleiche Größe haben, sonst sieht es ein bisschen bescheuert aus. Oder schmeckt doch ein bisschen bescheuert, kann das sein? Naja, muss jetzt nicht gerade sein. So, das war's mit den Äpfeln. Aber ach, das Ding, da war ich schon gerade anfangen zu kleben. Reißvoll mit Wasser, Hand nehmen und es abpacken. So. Und jetzt geht's zum Teig. Und ich cutte hier den Part für euch, damit ihr das vollendet sehen könnt und ich sage bis zum nächsten Mal vom Kuchenback-Apfelkuchenback-Tutorial 1.